Hallo und herzlich willkommen bei Schauskipp, dem Kinomagazin auf Schau.tv. Pünktlich zum Wochenende präsentieren wir Ihnen wieder die Kinostarts der Woche. Und da haben wir dieses Mal mit dabei eine Märchenverfilmung, in der der eigentliche Star aus Österreich kommt, den zweiten Teil einer Romantrilogie, dessen Bestimmung es ist, nicht der Letzte zu sein. Und den Anfang machen wir mit einem Film, dessen Filmplakat eine weltweite Künstlerausschreibung war, bei der jeder mitmachen durfte. Kingsman, The Secret Service. Was machst du hier? Gehen wir. Unfug, wir haben noch nicht ausgetrunken. Weil du seine Karre geklaut hast, bist du freiwillig, sagt Dean. Ist ihm scheißegal, was deine Mom sagt. Hört mal, Jungs. Ich hatte einen sehr emotionalen Tag. Und wieso auch immer ihr Eggsy an den Kragen wollt, was bestimmt wohl begründet ist, wäre ich euch zutiefst dankbar, wenn ihr uns in Ruhe lassen würdet, bis ich dieses vorzügliche Guinness geleert habe. Verzieh dich, Opa, sonst tust du dir noch weh. Ohne Scheiß gehen sie jetzt. Verzeihung. Falls du den anderen Stricher suchen willst, die stehen an der Smith Street. Manieren machen uns zu Menschen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich erteile euch eine Lektion. Wollen wir hier den ganzen Tag nur herumstehen oder kämpfen wir? Ja, der Film basiert auf einem populären Comic und wurde von Matthew Vaughn in Szene gesetzt. Vaughn hatte bereits ja bei Kick-Ass bzw. bei zwei X-Men-Filmen Regie geführt und eigentlich hatte er auch schon den Deal für einen weiteren X-Men-Film, und zwar für Zukunft ist Vergangenheit. Doch dieses lukrative Angebot hat er dann abgesagt, weil er unbedingt diesen Action-Spionage-Film Kingsman machen wollte. Man muss sich jetzt vorstellen, die haben da extra die Anzüge in England entwerfen lassen und so. Also Matthew Vaughn hat die Kollektion mit dem britischen Designer-Label Huntsman designt und die Kollektion eben für den Film entwickelt. Und diese Art der Anzüge gibt es eigentlich schon ewig. Die hat schon Frank Sinatra oder auch Bill Clinton getragen. Und die Kosten, naja, so ab 7.500 Euro aufwärts. Bisschen Secret Service spielen? Du, gerne. 7.000 Euro. Überhaupt kein Problem, das zahle ich dann alles in meiner schwarzen American Express. Ja, Spaß beiseite. Der Film klingt ein bisschen nach einer James-Bond-Kopie, ist es aber nicht, denn der Unterschied ist, dass die Kingsmen so geheim sind, geheimer geht's gar nicht mehr. Doch wovon der Film genau handelt, soll doch lieber einer der Hauptdarsteller erklären, nämlich Taron Egerton, der spielt den Straßenjungen Eggsy. Eggsy ist ein junger Mann, der auf die schiefe Bahn geraten ist und nun die Möglichkeit bekommt, für die Kingsmen zu arbeiten. Interessiert. Was habe ich denn schon groß zu verlieren? Er ist von bescheidener Herkunft und verkehrte noch nie in feinen Kreisen. Plötzlich ist er ein Kingsman. Oh ja. Sein Leben verändert sich schlagartig. Sie lassen sich hiermit auf das gefährlichste Bewerbungsgespräch der Welt ein. Wenn du bereit bist, dich anzupassen und zu lernen, kann auch etwas aus dir werden. Sie sehen gut aus, Eggsy. Fühlt sich auch gut an, Merle.
Taron Egerton wurde auch von vielen Kritikern hochgelobt, da seine schauspielerische Leistung sehr überzeugt hat, obwohl dies sein erster Film war. Also der Regisseur hatte da schon einen sehr, sehr guten Riecher. Und Matthew Vaughn war es auch, der einen sehr raffinierten werbetechnischen Schachzug gesetzt hat. Er hatte nämlich ganz am Anfang zu einem weltweiten Filmplakatwettbewerb aufgerufen und der Sieger hatte eine Prämie von $3.000 erhalten. Ja, wobei, wenn du da jetzt mitgemacht hättest, hättest du schon einen halben Anzug gewonnen. Stimmt, und das habe ich noch gar nicht gedacht. Und wie der ganze Anzug aussieht, sehen Sie ab jetzt im Kino. Ja, die heiß ersehnte Fortsetzung des Action-Adventures Die Bestimmung ist endlich da. Trish begibt sich in die Ruinen eines dystopischen Chicagos auf der Suche nach Verbündeten und riskiert dabei nicht nur ihr eigenes Leben. Du hast sie gefunden. Die Zukunft, die unsere Mitbürger verdienen. Was glaubt Janine, was in der Box ist, Caleb? Ich weiß es nicht, aber sie testet Unbestimmte. Sie sucht nach einem, der sie öffnen kann. Findet sie. Jeden einzelnen von ihnen. Janine hört niemals auf, uns zu verfolgen. Es wird Zeit, dass wir uns wehren. Wir sind viel zu wenige. Nicht mehr lange. Das sind Fraktionslose? Das ist unglaublich. Janine hält euch alle für gefährliche Rebellen. Wenn wir unsere Kräfte vereinen, sind wir nicht mehr aufzuhalten. Los! Ich will nicht, dass noch jemand meinetwegen stirbt. Chris, hilf mir! Wirklich schön, dich wiederzusehen. Was will sie von ihr? Sie ist das perfekte Ziel. Tris, du musst stark sein. Du bist tapfer. Sie ist die Richtige. Wir müssen retten, was von unserer Zivilisation noch übrig ist. Düstere Zeiten erfordern drastische Maßnahmen. Fangen wir an. Ich kämpfe nicht gegen sie. Nein, natürlich nicht. Du kämpfst gegen dich selbst. Mit einem Budget von $85 Millionen startete der erste Teil dieser Romantrilogie in den Kinos und in Amerika spielte dieser in den ersten beiden Monaten weit über $145 Millionen ein. Also eventuell war das der Grund, wenn auch nicht sogar der Hauptgrund, den zweiten Teil der Bestseller-Serie zu verfilmen. Was aber beim zweiten Teil auffällt, ist, dass es Stellen im Buch gibt, die nicht in den Film übernommen wurden. Charlene Woodleys Haare zum Beispiel. Nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen auf die Handlung gehabt hätte, aber Charlene hatte zu Drehbeginn kurze Haare, da sie diese für den Film davor, nämlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter, abgeschnitten hatte. Ja, was jedoch mehr Auswirkungen auf die Handlung hat, ist die Tatsache, dass die Rolle von Edgar, gespielt von Johnny Weston, im Buch so gar nicht vorkommt. Also die haben sie einfach dazu erfunden. Und es gibt auch eine weitere Premiere, nämlich für Kate Winslet in diesem Film. Es ist die erste Fortsetzung eines Kinofilms, die sie je gemacht hat. Ich persönlich habe ja immer gehofft, dass sie für Titanic noch eine Fortsetzung drehen wird und dass Leo nur getaucht ist und gar nicht ertrunken ist. Aber gut, das führt jetzt eh irgendwie ein bisschen zu weit. Na gut, wenn das Schiff untergeht, kann es auch keinen zweiten Teil mehr geben. Aber da die Fangemeinde rund um die Geschichte immer weiter wächst, bin ich mir sicher, dass es in einem Jahr dann auch den dritten Teil des Romans geben wird. Und dann wird es für Miss Winslet doch mehr zu feiern geben. Jetzt kommen wir zu einem Film, den man, glaube ich, nicht wirklich näher erklären muss, denn eigentlich reicht hier ein Wort: Cinderella. Denk daran, die Kraft der Magie hält nicht ewig. Um Mitternacht beim letzten Glockenschlag ist der Zauber vorbei. Und alles wird so sein, wie es war. Eine zerlumpte Dienstmagd, das bist du. Schmutzige Ella! Schmutzige Ella! Cinderella,
So nennen wir dich jetzt. Sie sollten nicht allein so tief im Wald sein. Ich bin nicht allein. Sie sind doch hier. Ich hoffe, Sie wiederzusehen. Das Kleid gehörte meiner Mutter. Die Schulter ist ausgefahren. Nein! Du gehst nicht auf den Ball. Wieso weinst du, mein Kind? Wer bist du? Deine gute Fee, natürlich. Die gibt es nicht. Ich schlüpfe mal in etwas Bequemeres. Schon besser. Das ist wunderschön. Jetzt aber los. Du gehst jetzt auf den Ball. Du bist es, nicht wahr? Wo Freundlichkeit herrscht, gibt es Güte. Und wo es Güte gibt, da ist auch Magie. Auch wenn Sie die Geschichte von Cinderella schon kennen, wird Sie der Film auf jeden Fall überraschen, denn dieses Märchen wurde von Disney nun zum ersten Mal mit echten Schauspielern verfilmt. Alle anderen entstanden von Trickfilmzeichnern, die natürlich auch die Vorgabe für den Look des Films gegeben haben. Damit meine ich jetzt diese weiten, üppigen Kleider und natürlich auch den Kristallschuh. Ja, und diese Kostüme sind auch die eigentlichen Stars des Films. Die Oscar-prämierte Designerin Sandy Powell hat diese mehrere Kilo schweren Kleider entworfen und insgesamt mit 1,7 Millionen Kristallen verfeinert. Das ist der Traum jedes Mädchens und jeder Frau, sowas mal anzuziehen. Ja, und was braucht jede Frau zum perfekten Outfit? Genau, nämlich Schuhe. Und was wäre Cinderella ohne den perfekten Kristallschuh? Ein achtköpfiges Team rund um Designerin Powell entwarf diesen Abendschuh, welcher in 221 Facetten mit lichtreflektierender Beschichtung erstrahlt. Ja, und ich muss noch googeln, denn ich will den unbedingt haben. Du, ich habe mir nichts anderes erwartet. Gell, Wahnsinn. Und woher kann so ein wichtiger Schuh, der eigentlich die Schlüsselszene im gesamten Märchen ist und ohne den der Prinz niemals seine zukünftige Frau gefunden hätte, nur herkommen? Genau, aus Österreich. Und zwar aus dem Hause Swarovski. Ein Kristallunternehmen mischt in einem Disney-Film mit, der James Bond, ja, der mischt in den österreichischen Alpen auf. Also ich glaube, bessere Werbung kann es momentan nicht geben. Und wenn Sie wissen wollen, wie ein märchenhafter Kristallschuh made in Austria aussieht, Cinderella, ab jetzt im Kino. So, und das waren jetzt auch wieder die Filmstarts dieser Woche. Da würde ich sagen, es ist Zeit für unser Filmquiz. Wir stellen wieder eine Frage und Sie erraten, welchen Film wir suchen. Wo wurde der Kristallschuh aus dem Kinofilm Cinderella produziert? War das A in Amerika oder B in Österreich? Ja, ich denke, wenn man heimatverbunden ist, dann weiß man, welche die richtige Antwort ist. Ja, Ihre Antwort an schauskip@schaumedia.at, Kennwort Filmquiz. Und zu gewinnen gibt es dieses Mal zum Film Cinderella Kinogutscheine, eine Uhr und ein Journal zum Film. Dann haben wir zum Film die Bestimmung Kinotickets und Bücher und außerdem noch zum gerade vorgestellten Film Still Alice die dazugehörigen Buchvorlagen. Ja, und das war's auch schon wieder von Schauskip, dem Kinomagazin auf Schau TV. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende und sehen uns nächste Woche wieder. Selbe Zeit. Selber Ort.